Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat sich Medienberichten zufolge endgültig zur Gründung einer eigenen Partei entschlossen. Dies meldeten der Spiegel und das ZDF am Mittwoch. Am Montag werde Wagenknecht zunächst die Gründung des Vereins BSW für Vernunft und Gerechtigkeit öffentlich vorstellen, so der Spiegel. Dieser Verein gilt als eine Art Vorstufe zur Parteigründung und ist bereits registriert. Das Kürzel stehe für Bündnis Sarah Wagenknecht, hieß es weiter. Das Magazin berief sich auf Quellen aus Wagenknechts Umfeld. Auch das ZDF nannte zunächst keine genaue Quelle. Wagenknechts Büro erklärte auf Anfrage der deutschen Presseagentur, man könne den Bericht weder bestätigen noch kommentieren. Wagenknecht selbst hatte in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt, eine neue Partei sei nötig. Eine öffentliche Festlegung scheute sie aber bisher. Mit der Linken hat sie sich in wichtigen Punkten wie der Migrations- und der Klimapolitik inhaltlich entzweit. Öffentlich sagte sie zuletzt, ihre Verbindung mit der Linken sei für sie abgehakt. Gegen sie läuft ein Parteiausschlussverfahren.